Was geht? Ich bin gerade aufgewacht. Und heute ist ein großer Tag, heute ist ein geiler Tag. Ich habe irgendwie nie so wirklich die Zeit gefunden oder so den richtigen Moment gehabt, so tagelang, dass ich sage, okay, ich drehe jetzt das Video, wo ich jetzt mal so meine Erfahrungen weitergebe und so. Ja, ich lasse mir heute halt die Augen lasern mit der Femtolasik und ja, ich freue mich mega drauf. Ultra geil, ich feiere das übel hart. Das ist so auf jeden Fall ein Traum von mir, aber egal, ich gehe davon irgendwie noch nach der OP genauer drauf ein, weil ich muss jetzt eigentlich gleich los. Ich war die Tage vorher noch gar nicht aufgeregt, so. Jetzt bin ich es irgendwie schon, weil irgendwie, ich glaube, in anderthalb Stunden geht die OP los, so. Und dann fummeln die mir da im Auge rum und alles, also keine Ahnung. Ich gehe darauf genauer ein, so, wenn es soweit ist, beziehungsweise wenn es gemacht ist. Also, auf Wiedersehen. Hier bin ich wieder, so, und es ist jetzt der Abend der OP, also ich wurde am Morgen operiert, am Vormittag, eigentlich Mittag, weil es sich ein bisschen verschoben hat, aber dazu kommen wir später. Ich habe jetzt genug Zeit, um von A bis Z zu erzählen, so was meine Erfahrung war mit der OP und warum und dies, das. Ich sag mal so, als Kind, wo ich noch so 0 bis 11 Jahre war, hatte ich noch so normale Augen, ich konnte alles scharf sehen, so wie jeder andere Mensch auch. Aber ich sag mal so ab 11, ich weiß nicht, was die Gründe sind, ob das genetische Gründe hat oder ob ich einfach zu viel gezockt habe an der Gamecube oder PC oder Gameboy oder was weiß ich. Ich war in meiner Kindheit war ich sehr viel draußen und so weiter auch. Also das war sehr ausgeglichen und auch viel an der Sonne und so weiter. Also daran hat es vielleicht nicht gelegen, dass es angefangen hat. Also man weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Kombination aus Genetik und Displays. Man weiß nicht, dann so langsam in die Kurzsichtigkeit ging. Und ja, das hat mit 11 angefangen. Ich schätze mal, ja, es war ein relativ linearer Verlauf. Ja, ich sag mal, die ersten 2-3 Jahre habe ich mir so minus 1 Dioptrien irgendwann angebaut, so im Verlauf von 2 Jahren. Es ging halt stetig genauso weiter. Also ich sag mal, jetzt bin ich 22. Jetzt hatte ich minus 3,25, es ging halt immer weiter. Und irgendwie, ich fand das schon einen totalen Abfuck. Das hat dann in der 5. Klasse angefangen, dass ich dann meine erste Brille bekommen habe mit 0,5 oder so. Und naja, es war halt scheiße so, hat mir nicht gefallen. Natürlich habe ich die Brille gebraucht für den Unterricht. Aber ich sag mal, ich habe mich damit einfach nicht identifiziert, so, hat mir nicht gefallen. Ich wollte es jemand nicht sein und so weiter. Mir hat es gefallen, wie es vorher war, so dass ich keine Brille brauche und so weiter. Und habe halt die Brille wirklich nie getragen. So. Mir hat es einfach nicht gefallen. Und ich habe dann wirklich, bis ich 17 war, ich war, egal ob ich mit Freunden unterwegs war oder einfach so unterwegs oder in der Schule oder so, ich habe die Brille nie getragen, wirklich nie, außer im Unterricht, wenn ich sie gebraucht habe, um abschreiben zu können. Das habe ich so lange gemacht, bis ich wirklich minus 2,5 hatte. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, so, hey, es gibt doch Kontaktlinsen. Und dann habe ich Kontaktlinsen benutzt, so mit, habe ich damit angefangen, mit 18. Mit 18 habe ich dann angefangen, Kontaktlinsen zu tragen. Ey, mir hat es so getaugt, ich war so glücklich, so, dass es Kontaktlinsen gibt, dass ich mir die leisten konnte. Da war ich voll zufrieden und so weiter. Ich hatte auch null Beschwerden damit. Nach einem halben Jahr Kontaktlinsen fing es halt auch bei mir an, weil ich es halt auch übertrieben habe und nicht so aufgepasst habe, dass ich die Kontaktlinsen noch ein paar Mal aus Versehen während dem Schlaf noch drin hatte oder einfach zu lange drin hatte oder nicht zu pfleglich damit umgegangen bin. Boah, Alter, ich setz mal die Sonne auf. Hab die halt relativ viel getragen, Kontaktlinsen. Und zwischendrin, also das habe ich dann irgendwann auch erst gelernt, dass man halt, wenn die Kontaktlinsen zu trocken werden für die Augen, wenn man die zu lange drin hat, dass man die halt zwischendrin mal raustut, mit dem richtigen Mittel dann kurz feucht ausreibt und wieder reintut, dann geht es besser. Und hätte ich das von Anfang an gemacht, dann wären die Beschwerden auch nicht so schnell gekommen. Wobei die Beschwerden dann auch wieder viel besser wurden, nachdem ich gesagt habe, okay, wenn es mir zu trocken wird, dann wasche ich die feucht aus und so weiter und trage sie halt nicht ganz so oft und benutze die Brille, wenn ich halt in der Arbeit bin. So, dann ging das wieder, dann war es wieder ein Gleichgewicht, dann waren diese Trockenheitsbeschwerden, diese Reize auf dem Auge wegen Kontaktlinsen, die dann halt kamen, wurden dann wieder auf jeden Fall sehr erträglich. Das konnte man auf jeden Fall dann auch längerfristig so weitermachen. Beziehungsweise mit 22 jetzt ist mir aufgefallen, so, hey,
Was ist denn los? Du trägst jetzt seit 2 Jahren die gleiche Brille. Es hat sich irgendwie nichts verändert. Und da ist mir dieses Thema Lasern wieder eingefallen. So, hey, du kannst doch theoretisch deine Augen lasern, ey. Das ist doch das Geilste, was es überhaupt gibt. Ich meine, du brauchst keine Linsen mehr, keine Brille mehr. Und dieses Ganze drumherum. Und damit löst du so viele Probleme gleichzeitig. Keine Ahnung. Das ist halt dann irgendwann so relativ zufällig so aufgefallen, einfach alles, dass es passen würde, dass es gehen würde, dass ich das Geld habe, dass ich die Möglichkeit habe, dass die Augen sich jetzt echt mal nach den 10 Jahren ins Minus rutschen, sich echt mal 2 Jahre nicht verändert haben, dass ich sagen kann, okay, ich kann lasern. Und dann habe ich mir gesagt, okay, du lässt jetzt die Augen lasern und fertig, du ziehst es jetzt durch. Und es war halt auch ziemlich viel Stress und ist immer noch ziemlich viel Stress so. Ich meine, du musst deinem Betrieb sagen, so, hey, ich brauche hier einen Termin, ich brauche hier einen Termin, ich brauche, obwohl es auch allein vom Organisatorischen sehr schwer und stressig erscheint, einfach durchziehen, wenn man es unbedingt will. Wenn es einem das echt wert ist, dann kann man es auch durchbringen. Ja, ich habe mich schon informiert, aber ich habe dann, sag ich mal, mir kam das alles relativ gleich vor, so viele Anbieter, viele Ärzte, viele Kliniken. Bin ich einfach mal zu dem, was ich am schönsten angehört hat, bin ich mal hin. Hab so die kleine Voruntersuchung gemacht, wo man sich mal grob die Augen anschaut, die Stärke anschaut und die Hornhautdicke anschaut. Und dann kann man halt entscheiden, okay, bei Ihnen sieht es gut aus, bei Ihnen kann man das und das machen. Es gibt ja verschiedene Verfahren und so weiter. Und habe ich, ja, sehr positive Resonanz bekommen. War halt bei so einem Anbieter. Und dieser Anbieter hat halt, sag ich mal, sein Verfahren und kostet, ja, keine Schlappe, 5.000 Euro. Bin davon ausgegangen, dass die mir 3.000 kosten. Und dann kamen die mit 5.000. Habe ich gedacht, nee, hab nochmal richtig gescheit recherchiert und so weiter. Hab dann einen Arzt gefunden. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. wobei er wirklich ein toller Arzt ist und so weiter. Und dieser Arzt bietet halt die Operation, die ich habe, für 2.500 an, also genau für die Hälfte. Und da habe ich mir gedacht, okay, preislich passt es jetzt auf jeden Fall. Ich nenne jetzt keine Namen und keine Praxisnamen und so weiter. Wenn ihr mich anschreiben wollt und fragen wollt und in München wohnt und so weiter, oder es gilt auch für andere Städte, da geht es genauso, da sind die auch. Die können das halt, das gleiche moderne Verfahren, für viel günstiger anbieten. Das heißt viel günstiger, ich sag mal, die Normalen, die das so machen, die ihre normale Praxis haben und so weiter, die machen das für 3.500 Euro bis 4.000 Euro, vielleicht sogar schon ab 3.000. Aber mit den 2.500 billiger kommt man da nicht weg mit dem Service und der Technik. Das ist schon das Günstigste, was es gibt, wo man trotzdem alles hat in bester Form. Da war ich erstmal einfach an Ort A, und an Ort A wurde dann die große Untersuchung gemacht. Dann habe ich so Tropfen reinbekommen, dass die Muskeln sich entspannen, dass die Linse, ich, keine Ahnung. Also jedenfalls ging halt die Pupille, wurde halt komplett schwarz, hier ein kleines Bild. Und das ist dafür da, dass der Arzt dann die Messungen gescheit machen kann, dass er sieht, okay, wie dick ist seine Hornhaut, weil die Hornhaut muss dick genug sein, damit man die Operation machen kann. Und dann hatte ich auch schon das grüne Licht, ja, bei dir kann man das auf jeden Fall machen, gar keine Probleme. Und mit meinen minus 3,25 Dioptrien ist man auch, sage ich mal, hat man gute Voraussetzungen, dass es alles im Nachhinein alles sehr gut verläuft. Zudem bin ich noch ein junger Mensch, da läuft die Heilung alles auch noch ein Stückchen besser. Und zwar, das war richtig cool, die Pupillen sind so komplett offen. In der Nähe ist deswegen alles in der Nähe komplett unscharf verschwommen, aber so anders verschwommen. Du kannst es fixieren, aber es ist so, als würdest du es gar nicht fixieren, bleibt unscharf. Und du warst halt total lichtempfindlich. Und ich habe eine Sonnenbrille. Und wenn ich die Sonnenbrille abgenommen habe, konnte ich die nicht mehr aufmachen. Also es war richtig krass. Ich fand es aber richtig lustig, also es war nicht schlimm. Und die Leute da waren alles super nett. Also ohne Witz, hat mir richtig Spaß gemacht, da hinzugehen. Und dass es so günstig ist, dass der operierende Arzt von Stadt zu Stadt reist und in Arztkliniken operiert und keine eigene Klinik hat, oder kann es jetzt auch nicht wirklich fehlerfrei wiedergeben, aber so ein Dreh ist es, und deswegen ist es günstiger, und deswegen kann man die Termine, die OP-Termine nur einmal im Monat setzen oder einmal oder zweimal in einem Monat. Deswegen muss man da länger warten. Ich musste einen Monat warten dann nach dieser Untersuchung,
dass ich meinen OP-Termin habe. Ja gut, die Geduld hatte ich halt dann schon noch. Da musste halt man vor jeder Untersuchung und vor der OP eine Woche lang vorher keine Kontaktlinsen tragen, ist verboten, darfst du nicht machen, ist schlecht, sonst bist du raus. Habe ich halt auch dann einfach unterlassen, ganz einfach. Ja, einen Tag vor der OP, also gestern, war nochmal eine Messung der Augen, so dass nochmal einen Tag vorher alle Daten hat und darf diese Daten dann operiert. Und ja, das ging recht schnell, also nach einer Viertelstunde war ich da, dann bin ich wieder weg. Und genau, heute Mittag war dann die OP, aber an dem Tag fing es dann an, die Aufregung. Und dieses Bewusstwerden, dass an deinen Augen operiert wird, so war dann so langsam da. Das war ganz lustig, so man hat sich mit denen echt gut unterhalten können, mit den anderen Patienten. Ja, waren einfach lustige Gespräche, einfach wegen der Situation, dass jetzt einer nach dem anderen gelasert wird und die Gelaserten kamen dann wieder in denselben Raum und haben auf die Leute gewartet, die abgeholt haben und so weiter. Es war eigentlich alles recht lustig und dann habe ich halt da eine Stunde lang gewartet. Und dann kam halt ich dran, dass ich im Warteraum, man hatte erstmal so eine Beruhigungstablette bekommen, wobei ich irgendwie glaube, dass es eine Placebo-Tablette war. Bevor ich dran war, kam dann eine Frau, eine junge, heiße Lady, okay, hat mir dann so nochmal andere Tropfen reingegeben. Die haben dann gemacht, also die waren dafür da, dass deine Augenoberfläche komplett betäubt ist. Die spürt nichts mehr, die ist tot. Die hat auch ein bisschen gebrannt, aber nur minimal. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal operiert wurde oder so, dann zieht man sich halt so. Nee, Handschuhe habe ich gar nicht bekommen. Nee, Handschuhe habe ich nicht bekommen. Dann kommt so eine. Wie nennt man das? Wie so eine Mülltüte halt, aber so zum Anziehen. Und dann für die Füße, für den Kopf, für den Körper. Dann war man so wie so jemand, der gleich irgendwie seine Niere verliert, so ungefähr. Und dann saß ich so auf dem Stuhl, war dann alleine. Und dann saß ich so in diesem Raum, nicht mehr in dem Warteraum, sondern in einem anderen Raum, wo man ein bisschen abgeschottet war und wo dann auch ab und zu ein operierter Patient dann aus seiner OP rauskam. Haben sie nochmal mit Licht ins Auge geschaut, so, ja, alles gut und tschüss. Und da liefen dann erstmal zwei von denen an mir vorbei. Und dann kam schon der Nächste, der auch operiert wird, hat sich neben mich gesetzt. Und dann war ich dran, dann kam ich so rein, habe mich so auf die OP-Liege gelegt. Boah, das war dann wirklich schon ein bisschen krass von der Aufregung. Ich weiß nicht, da waren halt plötzlich fünf Ärzte um die rum und ein paar Maschinen und so. Jetzt ist die richtige Stelle, um zu klären, wie die Operation abläuft oder welche Operation ich überhaupt gemacht habe. Da gibt es ja verschiedene Sachen aus verschiedenen Gründen, was man machen sollte, was man macht und so weiter. Ich habe jetzt, sag ich mal, die gängigste Methode, die gängigste, modernste Methode, sage ich mal, das ist die Femtolasik. Und genau, ich kann es jetzt schon mal so erklären, also es gibt noch eine Lasik, eine normale, die ist ein bisschen günstiger, das war die gängigste vor der Femtolasik. Bei der Lasik wird dir so auf dem Auge so ein Ring geschnitten, natürlich nicht komplett, so ein unvollständiger Ring, das man dann aufklappen kann. Erstmal Hornhaut kann man dann aufklappen und mit der Femtolasik wird dir dieser Ring gelasert, so dass man kein Schneidegerät braucht und die das Infektionsrisiko ist halt viel geringer und irgendwie auch psychisch, dass der nichts an dir rumgeschnitten wird, sondern nur gelasert. Das war dann auch nochmal, das heißt, dann habe ich lieber ein paar hundert Euro mehr gezahlt. Das war es mir auf jeden Fall wert. Ich habe es auch nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Ich hab's, das auch während du operiert wirst, checkst du auch nicht. Ich hab's auf jeden Fall, nee, also haben sie dir so, ich mach meine Sonnenbrille weg, so unpersönlich. Haben sie so eine Klammer, so oben ans Augenlid, unten ans Augenlid, das Auge offen geklammert ist, hingemacht. Es war ein bisschen unangenehm, das, ja, aber oh mein Gott, ey, sag mal keine Pussy, ey. Filmt das überhaupt noch? Ja, davon will ich ja mal ausgehen. So. Da bekommst du so einen Druckring auf dein Auge gesetzt. Also ich sag mal, der
wenn etwas zusammen... Nee. Der andere Part ist dann halt dieses große Lasergewehr oder wie auch immer. Das wird dann angedockt an diesen Ring. Da geht wirklich kein Luftbläschen durch. Ich glaube, nicht mal ein Atom wird da durchgehen. Und das muss halt so wirklich andocken ans Auge, damit da alles felsenfest ist. Ach, ich bin so wissenschaftlich. Dann dockt es wieder ab. Und bei mir gab es Komplikationen. Ich war der Einzige, der Komplikationen hatte. Das ist zum Kotzen. Also, dieses Andocken, dass es luftig ist, hat bei mir nicht funktioniert. Also, das erste Auge war dran. Und bei diesem Andocken kam immer wieder Luft raus. Es kam einfach Luft raus und die so, verdammt, was ist da los? Die haben mich da relativ uninformiert gelassen währenddessen, so warum und was jetzt. Vielleicht war es auch besser so. Jedenfalls kam halt Luft raus, aber halt nicht zwischen den Geräten, sondern wahrscheinlich zwischen dem Ring und mein Auge kam unter mein Auge Luft raus, geblasen, durchgedrungen. Dann haben sie es wieder abgenommen. Ich glaube, die haben nur das Gerät abgenommen und das Gerät wieder sagen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ging da Luft durch und deswegen konnte nicht weitergemacht werden. Und dann haben sie es wieder angedockt und immer wenn sie es andocken, dann kriegst du so einen richtigen Druck auf dein Auge, so richtig, wie als würde dein Auge eingequetscht werden. Nur halt nicht mit einer Faust aufs Auge, sondern eher so wie wenn jemand einen Finger so gegen dein Auge tritt. So ein Druck, glaube ich. Egal, auf jeden Fall Druck. Und zweitens, wenn es noch saugt, also dein Auge war noch angesaugt noch von dem. Ja. Haben die das dreimal versucht, das hat dreimal nicht geklappt, immer wieder kam irgendwo Luft raus. Dann war das halt eine blöde Situation. Oh lala, was machen wir jetzt? Und dann haben die Ärzte gesagt, okay, wir stellen den jetzt wieder da zurück, wo ich vorher gewartet habe. Wo ich da so abgeschotten gewartet habe, muss ich da warten und ich so, oh mein Auge, was ist da los? Und habe dann wieder irgendwelche Tropfen bekommen, wahrscheinlich nur Feuchtigkeitstropfen und saß da halt eine Stunde lang und es hatte halt den Zweck, dass mein Auge wieder abschwellen konnte und es ging eine Stunde lang und ich wusste nicht, wie es weitergeht, ich wusste nicht, ob weitergemacht werden kann, ob ich jetzt nach Hause muss, ob mein Auge jetzt komplett im Arsch ist oder ich wusste halt echt nicht, was los ist. Und dann saß ich halt eine Stunde lang da, hab gedacht, okay, wie weit haben die da jetzt überhaupt schon operiert? Und dann ging wirklich ein Patient, alle die ich kannte da schon vom Warteraum, einer nach dem anderen war fertig, ging hier rein, ging wieder da raus und jo, passt alles, auf Wiedersehen. Hab ich schon ein bisschen fertig gemacht. Da war ich, sag jetzt mal, das große Opfer in der Situation. Jetzt hat die Kamera einfach aufgehört zu filmen, jetzt fange ich hier wieder an. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich alles erzählt habe und was nicht. Ich hoffe, ich mache genau weiter, wie es gepasst hat. Nach einer Stunde kam dann wieder eine Ärztin, hat mir Augentropfen gegeben, wieder zum Betäuben. Dann bin ich in den OP-Raum wieder rein. So, letzter Versuch sozusagen, ne? Okay. Dann wurde das vierte Mal an meinem Auge angedockt. Dann wurde halt alles gemacht. Und es hat auch alles geklappt dann. Das hat dann auch nur, sag ich mal, 6 Minuten gedauert, bis ich dann komplett fertig war, alles geklappt hat und rausgegangen bin. Ich glaube, ich muss jetzt wieder meinen Nachtrag bringen, wie die OP nochmal funktioniert. Also, du dockst halt so an, dann wird dieser Laser gemacht, dann nimmt der Arzt sein Werkzeug, klappt deine oberste Augenschicht um. Und dann kommt das andere Gerät, was wirklich der richtige Laser ist, deine Sehstärke korrigiert. Also habe ich vorhin gerade erzählt. Und während es deine Sehstärke korrigiert und du siehst so, schaust so in dieses rote Licht und du siehst so ganz viele rote Blitze so auf dich zukommen. Also du siehst natürlich nicht, wie sie auf dich zukommen, aber du siehst halt so ganz viele verschiedene rote Fäden. Das ist ganz lustig und es macht so ein Geräusch und es ist ganz lustig. Und währenddessen fängst du an, dein Auge zu riechen. Also ohne das, was weggebrannt wird, riechst du. Du riechst wie verbrannte Haut, nur nicht ganz so krass. Und genau, da war ich fertig, bin so wieder in diesem Warteraum. Und es war irgendwie so eine ganz witzige Situation, so weil meine Mutter war da. Viele Grüße an meine Mutter und danke für alles. Weil ich wäre eigentlich alleine hingegangen, aber sie hatte Zeit und sie wollte mit.
Und im Endeffekt, so nach der OP, habe ich sie schon echt gebraucht. Lustige Situation, weil die haben auch rumtelefoniert und Pipa, was machen wir? Und dann bin ich halt wieder in diesen Warteraum und alle waren total interessiert, was mit mir los war, weil ich da wirklich 2 Stunden lang weg war. Und ein normaler Patient war da 20 Minuten weg. Und dann war ich halt wieder da. Ich konnte halt so, meine Augen waren total trüb. Ich konnte sie nicht aufmachen, aber nicht, weil ich Schmerzen hatte, sondern einfach, weil deine Augen waren einfach so ein bisschen gefickt, aber ohne Schmerzen. Es war halt einfach komisch, du konntest sie nicht aufmachen. Du warst schon ein bisschen geblendet, aber ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist mehr so wie so eine Neugeburt der Augen, dass du die einfach mal schonst, so noch in deinem Augelide hütest. Jetzt schweife ich wieder ab. Ich sag mal, nach 2 Stunden der OP konntest du langsam meine Augen öffnen und hab gemerkt, so, ey, du siehst einfach alles scharf, es war noch total drüber, du siehst eigentlich, wenn du mal es kurz schaffst, deine Augen so ein paar Sekunden aufzumachen, merkst du, dass alles scharf ist, auch wenn es noch trüb ist. War halt geil, war mega geil. So, ich zeige jetzt mal meine Augen so, wo der Unterschied liegt mit dem 4-mal andocken und dem 1-mal andocken. Und jetzt seht ihr erstmal das Auge, was 1-mal angedockt hat, falls man das mit der Kamera wegen, weil das nicht, vielleicht nicht fokussiert. Ich weiß nicht, was meine Kamera macht, aber da muss ich noch 1-mal andocken, da ist alles wunderbar. Trotzdem gibt es da so Stellen, die echt strange ausschauen. Fühlt sich astrein an, ich habe 0 Schmerzen, im Prinzip auch keine Trockenheit. Das ist einfach nur, es passt alles. Also ich habe 0 Beschwerden. Mit dem Auge habe ich die einzigen Beschwerden, dass sich anfühlt, als hätte ich da so ein Sandkorn die ganze Zeit drin. Das ist alles blutrot und gequetscht und teilweise auch ein Fleck ist irgendwie auch leicht braun, habe ich das Gefühl. Ich hab überhaupt gar keine Schmerzen. Ich habe nur in diesem komischen Auge so ein Gefühl, dass da ein Sandkorn drin ist. Das war's. Ansonsten alles perfekt. Weil ich habe ja vor der OP mich informiert über positive Berichte. Aber gleichermaßen hat man auch von Berichten gelesen, ja, gewünschtes Ergebnis nicht erreicht, wobei man da sagen muss, dass sie wahrscheinlich schlechte Voraussetzungen hatten. Das heißt, sie waren älter und die hatten vor allem eine viel stärkere Sehschwäche. Das ist natürlich sehr wichtig zu erwähnen. Wobei es halt viele andere gab, die meinten, ja, ich hatte tagelang gelitten unter den Schmerzen, so trocken und so ein Brennen und so. Das habe ich gar nicht, zum Glück. Das habe ich dann befürchtet und vor allem bei dem Auge. Aber ich habe halt nur so einen Sandkorn da im Moment. So, ich hoffe, das geht weg und so weiter und das heilt alles. Dann ist mein Leben glücklich, Digga. Dann habe ich alles, was ich brauche. Ich wollte noch zeigen. Ich habe hier noch Augentropfen für Feuchtigkeit, ganz normal. Weil ich jetzt eigentlich nur die Flasche brauche, aber scheiß drauf. Dann habe ich hier noch eine Flasche, die da steht drauf, gegen Augeninfektion. Das heißt, damit sich da nichts infiziert mit irgendwelchen. Falls da irgendwas ins Auge kommt, was da nicht hingehört. Dann habe ich hier noch andere Tropfen. Die sind ja Augenantibiotika. Tropft man sich alles rein. Gut. Und dann hat man noch Augenklappen. Wobei man die nicht benutzt, wenn man wach ist, sondern nur, wenn man schläft. Damit man sich nicht an den Augen reibt, das darf man nicht. Zu Hause, erstmal am Tag, Mittagsschlaf gemacht, 2 Stunden. Dann bin ich aufgewacht, hab mein Handy geguckt, was geht ab. Hab gedacht, okay, jetzt stehe ich auf. Bin dann wieder eingepennt für 2 Stunden, aber ohne Augenklappen. Ich hoffe jetzt mal, dass da nichts Schlimmes passiert ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alles passt. Bisschen blöd so, ich habe halt die Augenklappe wieder runtergemacht und habe gedacht, ich stehe jetzt auf, aber ich bin dann wieder eingeschlafen, wollte es gar nicht. So, ne, ist halt so. Ibuprofen, das ist, sind Schmerztabletten. So. Das war für den Fall, dass richtig schlimme Schmerzen sein sollten, aber habe ich eh nicht. Und ist für alles vorgesorgt worden. Wunderbärchen, so. Im Endeffekt brauche ich jetzt noch warten, dass alles passt, nichts falsch machen, ich weiß nicht, ob ich das vorhin gesagt habe, man darf halt zum Beispiel kein Auto fahren, ist ja logisch, man darf keinen Sport treiben, kein Krafttraining, das ist normalig. Okay, man kann ja sein Leben auch anders genießen, als dauernd trainieren zu gehen, mal für eine Woche, ist auch schön. Also ich habe morgen nochmal eine Nachkontrolle, in einer Woche nochmal und in 4 Monaten.
Und vielleicht erzähle ich euch nochmal was, so ob es Neuigkeiten gibt, wie es verlaufen ist, ob es besser wurde, ob es Verschlechterungen gab. Ich werde euch davon erzählen. Man muss gucken, dass ins Auge kein Rauch kommt, kein Haarspray, keine Kosmetik, wie nennt man das? Haarshampoo, so benutze ich ja nicht, weiß nicht, wie es heißt, so. Nee, Spaß, aber es darf nicht mal Wasser ins Auge kommen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, hat es interessant war, hat mich gefreut, es euch zu erzählen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, was auch immer sein wird.